Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 85 von Avorion. Ja, wir hatten letztes Mal davon gesprochen, dass wir in die Forschungsstation einmal gerade reingucken. Interagieren wir da gerade mal mit und gucken, ob wir da irgendwas forschen können. So, wir haben hier Titan Erbauer. Das sind drei. Ja, das würde ja bedeuten, wir können die alle da reinpacken. Weil die sind ja alle der gleiche Doppel-Eisen-Bergbau-Geschützturm. Ne, der war es jetzt nicht, sondern der. Und können dann einen höherwertigen da rausholen. Ich muss an der Station gedockt sein, ja, alles klar. Das haben wir aber nicht gemacht. Okay, da ist ein Dockingport. Na, das hat wieder gut geklappt, ne? Ja. Wieso? Ah, jetzt kommt der Traktorstrahl erst, ey. So, forschen auf ein neues. Wir haben hier die drei Titaner. Airbag-Baulaser und hier haben wir nochmal zwei aus Eisen. Dann wollen wir hoffen, dass wir jetzt einen vernünftigen kriegen. Auch aus Titan, sehr gut. Doppelbergbau-Geschützturm, der ist dann ja besser. Was haben wir hier? Geschützkontrollsystem. Hier haben wir Maschinengeschützturm, Titanbergbau. Okay, dann ist das der jetzt, den wir da gekriegt haben. Sieht so aus, ne? Da haben wir eine Blaupause. Na, und jetzt eher Bergbau, Bauplan, okay. Was können wir denn noch reinhauen? Hier haben wir einen von, da haben wir zwei. Ja, das ist jetzt wieder diese Geschichte mit, ne? Macht man es oder macht man es nicht? Eine höhere Stufe gibt es da nicht unbedingt, ne? Deswegen ist es nicht so sinnig, das so zu machen. Da haben wir zwei von Maschinengeschützturm Material Trinium. Was haben wir hier? Eisen. Trinium? Trinium. Okay, das bringt uns jetzt hier nicht weiter, würde ich sagen. Hier haben wir zwei davon. So. Das ist eins. Was haben wir hier? Das ist Elektrohöhlenpolarisierer. Hier haben wir Bergbausysteme 2. Sind aber sehr unterschiedlich. Interessant, wie er da gerade andockt. C43 haben wir erst 3er. Das würde ich dann jetzt auch nicht wagen. So, was machen wir hier mit? Ein Erdbeerbau 2er. 3er? Dann haben wir erst 3er, okay. Laser? Tesla. Doppel-Tesla? Laser? Doppel-Tesla. Also wir hätten 5 Geschütztürme in Blau, ne? Und das war Laser, Tesla. Doppel-Tesla. Das ist noch ein Lasergeschützturm. Und das da ist noch ein Doppel-Tesla-Geschützturm. Die anderen waren Bergbauer. Und jetzt können wir die Waffe rausholen. Tesla-Geschützturm in Naunit. Wo ist denn der? Da vorne. So, da haben wir einen Tesla-Geschützturm. Hier haben wir Naunit-Abwracker. Titan-Erdbeer. Zweier, Doppelflakgeschützturm, das wäre die dritte Waffe, weil das war ja auch einer, ne? Ja, Abwracker würde ich da jetzt auch noch reinstecken. Und dann fehlt es leider. Plasmageschützturm, okay. Gut, das wären jetzt erstmal alle Dinge, die wir gemacht haben, wo ich sagen würde, jo, können wir so lassen. Dreifach Defense, das sind zu wenig, ja, ne? Das waren nur 3. Ne, das sind ja dann mit 2, dann sind es 4. Aber sonst haben wir jetzt
Das ist mir zu riskant, weil wir dann keine höhere Stufe kriegen. Dann lassen wir das gerade so. Fliegen aber nochmal darüber. Docken dann nochmal an und gucken gerade nochmal nach brauchbaren Dingen. Gucken gerade nochmal rein. Ausrüstung handeln. Geschützkontrollsystem. Wir würden immer wieder Slots 3. Dann wieder auf 4 hochkommen. Okay, der ist gekauft. Geschützkontrollsystem. Unbewaffnete. Verbessert das Handelssystem. Holen wir uns auch noch. Hier sind noch Standardhandelssysteme. Nehme ich auch mit. So, hier haben wir Dreifach Point Defense, Doppel-Titan-Abwracker, Doppel-Gravitationsgeschütz zum Eisenbergbau, Doppel-Eisen-Abwrack, Doppel-Point, Titan-Abwrack, Titan-Abwrack, Doppelbolter, Dreifach, Vierfach Eisen-Air-Abwracker. Ja, ich glaube, da bleiben wir erstmal so, wie wir sind. Gut. Das bedeutet hier jetzt, dass wir uns in einen gewissen Sektor begeben, wo wir dann einen Freund finden werden. Koordinaten eingeben und schauen, ob wir uns dem, wo ist unser, ach so, da oben noch weiter, gewappnet sind. Dann würde ich mal sagen, springen wir da mal hin. Boss Svox 3. Hallöchen, wie magst du wohl sein? Das könnte ich dir genau fragen. Das könnte ich dir genauso fragen. Hast du noch von dir gehört? Ich bin dein Boss Svox 3, Geisel und äußerster Sektor. Du wirst mich noch kennenlernen. Du machst mir keine Angst. Oh, sieh mal einer an, der ein tapferer Held. Du fällst mir, du wirst schnell sterben. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du zahlst mir 8 Millionen Credits für dein erbärmliches Leben und Schiff oder du stirbst. Also was wird denn wohl sein? Ich bring dich um. Ich zahle. Gibt es eine dritte Option? Nein. Okay, dann bringe ich dich um. Ist das wirklich keine? Nein. Warum gibt es keine dritte Option? Weil ich das sage. Genug dumme Fragen. Stirb. Wo ist der Boss? Swap 3 greift an. Plünderer. Ach, schon wieder solche tollen Dingens. Wie heißt es? Rockets. So. Wo ist denn der Boss? Der da? Nee. Räuber. Boss. Ja, wie gehen wir es an? Das ist die Frage, ne? Wer ist denn hier der Nächste? 37? 32, oh, der ist sogar der Nächste, ne? Ah, schon wieder so eine Scheiße. Wo ist er denn? Okay. Okay, haben wir auch abgekriegt, aber war jetzt nicht so bedeutend, oder? Okay, nützt nichts. Direkt drauf. Ja, der ist ja schon erledigt hier. Der ist auch schon weg. Komm, dann können wir auch gerade einsammeln, oder?
Wo ist denn das Ding jetzt hier? Okay, unser Schild ist bald kaputt. So, das ist der Boss. Der Boss kriegt jetzt als erstes einen auf die Nase. Und da ist der Boss schon mal kaputt. Ah, der hat aber viele Sachen. Das Schild ist aber gleich auch kaputt. Ich glaube, jetzt müssen wir gerade erst warten, bis unser Schild wieder heile wird. Torpedo im Anflug. Ja, wo sind die jetzt alle hier so? Schild ist wieder oben. Da kommt wieder ein Torpedo rein. Ja, gerade Stickum, ne, weil ich stark beschäftigt bin, sorry. Jetzt sind wir hier noch ein paar. Der kommt jetzt dran. Und jetzt ist er dran. Jetzt haben wir noch einen, der da. Glaube ich. So, war das der letzte? Ich glaube ja, oder? Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen aufsammeln gehen. Antriebsupgrade, da unten ist noch ganz viel Buntes. Das sollten wir mal erstmal nehmen hier. Titan-R-Abwracker, 10 Eisen behalten, okay, C-43-Detektor. Was war jetzt noch hier für ein Schicken? Zweifacher Maschinengeschützturm. Ja, Kohle kommt auch rein, ist klar. Da ist noch ein blauer. Haben wir den blauen auch noch, ja. Da ist noch ein grüner und dann auch noch ein besserer. Vierfach Maschinengeschützturm, was ist das hier für einer? Ein Boltergeschützturm. Da hinten sind noch zwei. Ein bisschen träge das Schiff gerade, ne?
Das ist eine Karte, glaube ich, oder? Ne, ein Doppel-Eisenberg-Bohrgeschützturm. Und hier der Schicke hier ist auch eine Waffe. Vierfach-Bolter-Geschützturm. So. Jetzt müssten wir noch ein bisschen was sehen. Ne, das ist jetzt nur ein kleines Teil. Hier ist auch nichts mehr, oder? Das war jetzt ein Wrack, ne? Ich glaube, so bringt das ja nichts, oder wie war das, ne? Da kommt ja nichts bei rum, oder? So, haben wir noch was zum Einsammeln? Ich glaube eher nicht, ne, oder? Ich glaube, wir haben alles, oder? Da ist noch was. Das ist der Hauptkollege, ne? Das ist hier unser Visa. Swok. So, Swok. Du hattest ein Doppel-Point-Defense, ein Dreifach-Point-Defense, ein XSTN-K3. Okay, da gibt's eine Mission für. Dreifach-Maschinenschüsse, Doppel-Gravitations-Dingster-Bumster. Okay, jetzt müssen wir mal gerade hoch. Der Einsiedler, okay. Den möchte ich gerne auch noch haben. Das ist ein Gravitationsgeschütz und ein PP Ghosty Buster. Da sind noch zwei blaue. Eine Waffe, Gravitationsgeschütz und dreifach Maschinengeschützturm. War das schon alles? Ich hoffe mal ja. So, die Richtung haben wir, da ist er. Jetzt machen wir mal so rum. Haben wir, glaube ich, auch. Jetzt vielleicht mal so diagonal. Haben wir auch. Und dann nochmal so diagonal. Da blinkt nichts bei dem, oder? Da haben wir schon also wahrscheinlich alles aufgesammelt. Da waren wir bei dem da. Ist da noch was? Oder ist das ein Leuchten eines Sterns gewesen dahinter? Ich glaube, es leuchtete ein Stern dahinter, ne? Ja. So, haben wir alles eingesammelt. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal gerade in... E-Mail war es, ne? Da oben. Seltsames Xotan-Gerät. Wir müssen reden. Torpedo. Hallo, du hast ein interessantes Artefakt gefunden. Du solltest gut darauf aufpassen. Triff nicht den Sektor 386. Ich habe einiges über den Xotan herausgefunden. Es gibt nur ein kleines Problem. Wir sollten uns treffen, um das zu besprechen. Grüße, Kido Yilam. Hallo, da wir bereits über das Artefakt reden, ist gerade etwas eingefallen. Ich habe dieses seltsame Xotan-Gerät gefunden. Ich weiß nicht genau, was es tut. Es könnte kaputt sein. Ein erstes Scan zeigt, dass es irgendwie mit Subraumwellen interagiert, so wie es Wurmlöcher auch tun. Es scheint auch Resonanzen auf Hyperraumgeneratoren zu zeigen. Ich glaube nicht, dass ich damit etwas anfangen kann. Ich glaube nicht, dass es besonders wertvoll ist. Ich kann es auf jeden Fall nicht brauchen, aber vielleicht findest du ja eine Verwendung dafür. Grüße, Kido Liam. Piratenhändler hier in der Gegend haben wir. Okay. Produktionsservice am Reparaturdock. Ich glaube, wir sind dann erstmal soweit. So, wir müssen ihn dann treffen. 386-141. Da geht nix. 386-141.
Da ist er, okay, das ist nicht weit. Würde ich aber sagen, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao.